Hallihallo, meine Lieben. Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute zum ersten Mal auf meinem Kanal, ja, dieses Jahr, ne, weil letztes Jahr hatte ich auch ein paar Adventskalender-Unboxings gemacht und ja, die habe ich mir gestern geholt bei Action für 14,99 und demnächst folgt. Ich werde heute drei oder vier Videos drehen, weil ich heute Zeit habe, sonst nicht so viel. Entschuldigung, momentan. Und ja, und ich wünsche euch viel Spaß und schaut bis zum Ende, weil da gibt es eine Verlosung von mir, von diesem schönen Adventskalender. Werde ich ein paar Sachen verlosen an euch und ja, viel Spaß dabei. So, einmal machen wir den jetzt auf. So, ich mache hier, ja, wäre schlau, wenn wir vor den Drehen erst auspacken. Ich wollte mir heute Ohrringe anbringen, aber ich habe gerade eine Entzündung hier an mein Ohrloch. Deshalb keine. Aber ich habe mich ein bisschen geschminkt heute. Pickelchen, Alarm wieder. Ach, Mann. So, Kinder, dann das. Weil das sieht, hier möchte ich nicht schauen, weil das sind die Artikel, die drin sind. Möchte ich nicht schauen. So, weg ist der. Und ja, und jetzt machen wir den auf. Schaut mal, solche Kästchen kann ich dann für die Kinder dann zum Weihnachten machen. Und freut euch drauf. Ich habe mir gestern noch eine online bestellt und ja, bei Flaconi, aber mehr verrate ich euch. Es wird jetzt demnächst viele, viele Verlosungen von mir geben. Und ja, und so sieht das schöne Stück aus. Ich versuche den hier zu lassen, damit ich euch dann zeige. Sieht sehr schön aus und sehr mädchenhaft für meine Kinder dann zum Weihnachten. So, ja. Da machen wir jetzt die Nummer 1 auf. Wo ist das? One steht hier. Steht auch entweder auf Englisch oder die Nummer in Zahlen. So sieht das aus. Und ja, mal schauen. Wir haben hier ein Lip Liner von Max & More. Was das sonst? Das ist Max & More Kalender Beauty. Premium, ne? War das? Deluxe Beauty. Das ist ein Lip Liner, wie gesagt, in Rot. Also ich habe mir übrigens meine Nägel gemacht, fast 2 Wochen her schon. Und ja, und so sieht das aus. Ich werde das nicht swatchen oder irgendwas, weil ich weiß nicht, was ich an euch verlosen werde. Einmal die Nummer 1. Und die Kinder spielen, falls ihr was hört. Dann einmal die Nummer 2. Ich packe das hier wieder zusammen, damit das schön aussieht. Die Nummer 2. Nicht, dass mir alles umkippt. Nummer 2. Mal schauen. Ich dachte, ist nichts drin. Sah so aus. Aber hier an die Seite. Ich glaube, das ist für die Augenbrauen bemalen oder so. 3 Schablonen. Ich kenne mich da nicht so aus, aber. Naja, sowas brauche ich nicht. Aber wer es braucht, dann können wir schreiben und dann packe ich das auch in die Verlosung rein. Nummer 3. Sehr schön in so eine dunkel Pink oder Bordeaux fast. Die ist schön, Lip Balm. Solche mag ich auch gerne, aber mal schauen, was ich an euch verlose. Hier müsst ihr bis zum Ende bleiben, dranbleiben. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Ich freue mich und ja. Die 3. Nummer 4. Fällt alles raus hier. So, die Nummer 4. Sehr schön auch. Da drin. Ach so, passend zu der Lip Liner, der Nummer 1, ja. Das passt genau, steht bestimmt hier die Nummer 317 Scarlet Red. Ja, so sieht das aus. Passt zu der Lip Liner. Nummer 4, dann die 5. Ist ein bisschen schwerer, das ist so ein lila und pink. Ja, die Kinder streiten oder spielen, ich weiß es nicht.
immer so bei uns so ein Highlighter, Drops, aber sowas benutze ich generell nicht. Mit Pimpette und so. So sieht das aus. Ist schwer, ne? Und jetzt kommt der Nikolaus. Schon hier ein bisschen demoliert. Das ist alles Pappe, ne? Ist so nicht so schlimm. Ich kann das trotzdem für meine Kinder das. Hm? Hier noch. Und so eine habe ich auch von Bruna, aber nicht Browsing Powder Matte, sondern ich glaube, das war ein Concealer oder irgendwas anderes. Hatte sie mir zum Muttertag geschenkt. 150 Lahit. So. Sieht sehr schön aus. Bisschen dunkel. Das war der Nikolaustag. Jetzt kommt der 7. Nummer 7. Oh, da kommt der. So, oh, schön. Ein Nagellack in Rot, passend zu Weihnachten. Wir haben ja noch September. Ja, Ende September. Ich werde das heute oder morgen hochladen. Mal schauen, wie ich das zeitlich schaffe. Die Farbe 422 Ruby Slippers oder so heißt der. 7. Ist auch gegangen. Ist auch gegangen. Nummer 8. Hier an die Seite. Oh, schön. Eine Contouring Stick. Geht schwer auf. Aber schaut mal. So sieht das aus. Und ja. 170 Light Train. Jetzt kommt der Nummer 9. Sehr schön finde ich das hier mit diesem Countdown to a Magical Christmas with this Beauty Advent Calendar. Ja. Ist leer oder was? Ist da nichts drin, ne? Ich dachte schon, ist leer. Oh, weil da nichts wiegt und nichts Schüttelchen. Oh, schön, das ist bestimmt für die Nagelchen. Ja, für meine Kinder kann ich das. Dann schenke ich meine Kinder dann. Ja, so kleine Sternchen für Nagelsticker. Ich dachte schon, da nichts drin, ne? Jetzt kommen wir zu Nummer 10. Es langsam nähert sich die Halbzeit vom Kalender. Das ist ein bisschen schwerer, so in lila mit diese. Ich finde das so sehr hochwertig. Diese. Ich habe mir das für mich geholt und für euch zum Verlosen und auch für die Kinder. Ich meine das hier. Die Schachtelchen für die Kinder zum Weihnachten. Oh, schön, noch ein Nagellack in so. Ja, ich bin schon lange nicht mehr gedreht. Das ist mit Gold. Goldene Farbe. Ja, Rose Champagner steht hier. 427. 427. Der Nummer 10. Die 11 hier. Auch sehr schön die Farbe. Mal schauen. Ein Spiegelchen zu mitnehmen. Ja, ist immer praktisch. Braucht man immer. Ihr seht mich. Da. Und so sieht das aus. Nummer 11. Nummer 12. Sehr schön hier in Pink alles. Ich werde das so machen, in jeder Schachtelchen werde ich zwei kleine Sachen für die Kinder, weil sie ja zwei sind und sonst streiten sie.
Liquid Lip Gloss, glaube ich, hat Less Metallic steht hier. Ich kann das aufmachen. Ja, so sieht das aus. Auch sehr schön. 12. Dann 13. Ich dachte schon, wir haben keine 13. Ist nicht so meine Nummer. 13 ist auch sehr schön gemacht. Hier mit Lila und so. Noch ein matten Lippenstift. Die Farbe mag ich gerne. Vielleicht behalte ich die mal schon. Oder ob alles für euch geht. An euch geht, meine ich. Und ja. Die Nummer 13. 14 ist wieder so groß. Schachtelchen. Sehr leicht wieder. Für eine große Packung. Ja. Oh, schön. Ein Kajal, ein Eyepinsel in Schwarz. Ja, braucht man immer. Ich benutze sowas gerne. Vielleicht werde ich das für mich behalten. Lasst euch überraschen. So, das kommt hier. 14. Und jetzt nicht mehr die Hälfte. Und dann haben wir das schon geschafft. Nummer 15 wieder so eine große Packung. Auch wieder leer. Ich meine, leicht wieder so ein Lip Liner, aber das ist eine andere Farbe, das ist mehr für den Lippenstift eben gerade. Und am Anfang hatten wir so ein rotes. Doch, ja. 15. Gehst du auch wieder. 15 und dann 16, wo bist du? Da. Achso, das kommt hier und nicht da, egal. 5, 16. Wieder in so eine schöne, oh schön, was haben wir denn da? Ein Mascara. High Definition Spult and Volume. Spult, was ist das? Weiß ich nicht. Ich kann zwar ein bisschen Englisch, aber sehr sieht sehr schön aus, auch sehr leicht hier die, ich meine die Bürstchen, ja, sieht sehr gut aus, braucht man immer, ne, wer es mag, wer sich gerne schminkt. Wir sind alle Schminkopfer, ich nicht, es gibt viele, die sich noch mehr schminken als ich. Die 17 hier, ganz fast unten, da ist jetzt ein Lochchen, sehr leicht, Be Merry, ja, die Kinder, oh, schön, die Farbe ist sehr schön, 12, nee, 1,2 Gramm, glaube ich, fast passend zu meinen, nein, meine Nägel sind blau und das ist so, so mehr, ich weiß nicht, soll ich das swatchen? Ich weiß es nicht. Aber ihr seht, ne? So metallisch. Und sehr schön. Gleich zu Ende. Aber es wird noch mehr Adventskalender-Unboxing auf meinem Kanal geben. Das ist nur der erste. Oh nee, oder? Für so eine Pinzette. Sehr toll. So ein Kartonchen. Naja. Nummer 19. Wie meine Haare. Nummer 19. Und was ist das denn? Lip Balm. Ach so, ein Lip Balm für die Kinder kann ich die Kinder geben. Weil sowas braucht ihr nicht, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mir unten. Wenn ihr das nicht möchtet, dann gebe ich meine Kinder das.
Und dann kommt die 20. Die 20. Wow, ja, sehr schön. Nail Polish in der Farbe Golden Sunrise. 418 in sehr schön Gold. Ich wollte mir den Kalender die für 10 Euro kaufen, aber da gab es nicht mehr. Dann habe ich da bei denen wusste ich den Preis nicht, aber das ist, da ich auch für die Kinder noch keine hatte, wollte ich jetzt diese Mädchenfarben nehmen. Deshalb habe ich das auch geholt, weil mehr als 15 Euro für einen Kalender, nee. Für No-Name-Marken sehe ich nicht ein, ist einfach nicht drin oder ja, nicht, finde ich nicht. Braucht man nicht, aber jetzt für die, weil das auch wieder verwendbar, habe ich mir die geholt. Und jetzt kommen wir zu 21, weil es gibt eine, ich hatte ein Unboxing gesehen von einem H&M Adventskalender für 24,99 und da war nur Schrott drin. Ne, sowas sehe ich nicht ein. 15 Euro ist noch okay, weil wir die Schachtelchen haben, aber mehr als das nicht. Noch 10 Euro. Mehr und da ist nur Schrott. Ne, sehe ich nicht ein. Max and More Eyeliner Gel. Eyeliner Gel. Das ist Black 201. Und noch ein Pinselchen. Habe ich noch nie benutzt sowas. Ich habe es schon zwar gekauft, aber bis jetzt noch nicht ausprobiert. Vergesse ich immer wieder. Das 21 noch 3. Und dann haben wir alle. Nein, ich will nicht. Es gibt um. Egal. Ich mach mal hier oben. Ich mach das hier und dann seht ihr schon. Nur drei jetzt. 22 ist sehr lang. So. 21. Nee, 22 ist sehr lang. Da wohl drin sein. Eine Palette. Ja. Ich dachte in der 24, weil ich habe da beim Auspacken stand hier schon die Produkte, wollte ich euch aber nicht zeigen. Stand eine Palette, aber hier. Ich dachte in der 24 Eyeshadow True Shades Eyeshadow Palette mit dunkleren Farben. Ist nicht so meins. Mal schauen. Mit einer. Aber sind zwar nicht so, aber ist schon angetatscht oder ist normal beim Transport, dass das so die blaue Farbe. Aber sind nicht so meine Farben. Und ja. 22, dann kommt 23. Ah, es gibt alles um mich. 23. Mein Kalender wird auseinander. So. 23. Schon 18 Minuten, aber naja, ist normal bei der Adventskalender. Oh, schön. Noch so eine und dann kommt hier noch so eine. Eyebrow Kit, Augenbraune, Dinger da, ja, Light Medium 221, ist noch verklebt, glaube ich, ja. Ja, so sieht das aus. Und zum Schluss in der 24 ist mit so einem Sternchen und hier noch der Nummer und ein lila, ein bisschen Größe und mal schauen. Aha, Eyeshadow Quattro, Quartett. Aber hätte ich mehr für den 24 die normalen Lidschatten anstatt diese kleinere. Ist so meine Meinung. Kriege ich nicht auf. Aber ihr seht's, ne? So sieht das schöne Stück aus. Und das war's dann, die Adventskalender. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich hier meine
Produkte an euch verlose. Ja. Ja, mein Lieben, ich bin wieder da. Ich habe mir jetzt ausgesucht, was ich an euch verlosen möchte. Und für mich bald und noch vier Sachen, was hier. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr das alles. Das Spiegel, den Spiegel, den Lipbalm, den Stickers, Pinzette oder die Schablonen. Das ist extra. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt es mir unten in den Kommentaren, ob ich das noch zu den Verlosungen reinpacken soll. Und ja, dann bekommt ihr das auch noch. Wenn nicht, dann gebe ich meine Kinder die Schablonen und das. Für mich habe ich ein paar Sachen ausgesucht. Einmal die für mich behalte ich. Die Lip Liner. Den und den passend dazu. Dann den Kajalstift in schwarz und den Eyepinsel in schwarz und den diesen schöne blaue Farbe. Und noch den Mascara. Und sonst geht alles an euch. Ich zeige euch jetzt, was ihr alles gewinnen könnt. Und alle Infos steht hier in der Infobox. Ihr müsst aber sichtbar sein, weil sonst kann ich nichts machen, weil das geht allein für meine Abonnenten. Und ja, ich zeige euch jetzt, was ihr alles gewinnen könnt. Einmal die Highlighter Drops, die drei Nagellacke, die drin war, Gold, so hellgold, diese Gold mit Glitzer und diesen Rot passend zum Weihnachten. Dann kriegt ihr noch von mir den Lippenstift und Lipliner, passend dazu in Rot. Dann den Eyeliner Gel mit diese kleinen Pinselchen. Dann noch hier den Browsing Powder Matt, bekommt ihr auch noch. Dann die Eyebrow Kit auch. Den großen Eyeshadow Palette, natürlich auch. Den Contouring Stick, weil sowas benutze ich nicht generell. Und noch hier den Lip Liner in Metallic, passend zu dieser Nagellack und zu diesen Highlighter Drops. Ja, meine Lieben, ich hoffe sehr, mein Unboxing Adventskalender Entschuldigung, hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Ich freue mich immer und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut!